Frage hat. Ich werde jetzt auf Aufnehmen klicken, weil die Frau Meister uns gebeten hat, die Sachen aufzunehmen und ihr dann zu schicken. Ob ihr das für die Nachbesprechung kriegt, weiß ich jetzt nicht, was sie genau damit macht. Müssen wir dann schauen. Soweit ich es gehört habe, wird es einen Zusammenschnitt geben. Ah, okay. Na gut zu wissen. So, wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Wir sind schon drauf gekommen, wir müssen ein bisschen schneller reden und ein paar Sachen leider weglassen, weil eine Stunde dann doch immer viel weniger ist, als man denkt. Gerade weil wir früher es konzipiert haben auf einen Offline-Workshop. Wir freuen uns über eingeschaltete Kameras, dann können wir reagieren, wenn wir langweilig sind oder zu langsam oder zu schnell reden. Das können wir dann besser in euren Gesichtern sehen. Mikrofone bitte nur einschalten, wenn ihr eine Frage an uns habt. Das macht es leichter mit den Hintergrundgeräuschen. Und gerne Handzeichen in die Kamera, wenn ihr was sagen wollt, oder in den Chat einfach posten. Und Abkürzungen, die ihr sehen werdet, oft sind SUS für Schüler und Schülerinnen, LP für Lehrpersonen und CRM für unser Thema, Classroom Management. Nur um euch zu zeigen, welche Herausforderungen wir hatten, dieses Seminar zu gestalten. Wir haben von Volksschule bis Hochschullehrer bis Umweltberatungsorganisation, Abfallverband sehr viele unterschiedliche Leute in unserer bunten Gruppe. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Wir haben versucht, viele praktische Sachen zu dem Thema zu finden. Und da wir selber vom Hintergrund her. Aha, seit wann ist deine Animation drin? Du kurz neu machen und das stoppen, weil manchmal ladet die PowerPoint schlecht. Und dann fehlen Bilder, weil wir so viele Bilder immer versuchen hineinzupacken, dass es schon schwerfällt, für die Office-Programme damit zu laufen. Ich musste auch alle anderen Programme deaktivieren, damit ja kein Verzögerer drinnen ist. Schon freigeben. Wollte nur kurz gleich auf uns zu sprechen kommen. Wir sind von Umblick, wir sind ein Forschungs- und Bildungsverein, beschäftigen uns viel mit Umweltaspekten. Und die Sache, die Michi und ich eben kombinieren, ist, dass wir an der Schule waren. Die Michi ist AHS-Professorin gewesen, bevor wir Umblick gegründet haben. Und ich war mit Teach for Austria 2 Jahre an einer neuen Mittelschule in Wien, bin aber auch Kindergartenpädagogin und im Moment hauptsächlich in der TU in der Lehre tätig als Doktorand für Ökobilanzen. Das heißt, der Umweltschwerpunkt, der bleibt mir weiter erhalten. Und das Spannende ist eben, Classroom Management funktioniert in jedem Alter. Auch bei unseren Projekten im Pensionistenwohnheim kann man das super einsetzen. Und wir werden euch heute kurz das Konzept vorstellen, uns anschauen, Classroom Management in der heutigen Forschung, ist es wirklich die Lösung für alles? Wir gehen auf verschiedene Aspekte von Classroom Management ein, von der Rolle der Beziehung bis zu präventiven Unterrichtstechniken, nonverbale Kommunikation, aber auch vernetztes Denken fördern. Und wir schauen uns an, wie kann ich wirklich evaluieren selber, wie ist mein Classroom Management? Das habe ich nämlich gerne in der Schule gemacht. Da gibt es eine ganz tolle Unterstützung, einen Fragebogen. Und zum Abschluss wollen wir uns gegenseitig Tipps geben für diverse Fälle, die jeder von uns kennt, im Unterricht- oder Workshop-Setting. Und als erstes würden wir gerne euer Vorwissen aktivieren und eure intuitive Antwort, nicht die korrekte Definition, was bedeutet Classroom Management für Sie, im Chat gepostet haben. Der Chat ist unten, habt ihr sicher schon gefunden. Die Michi postet auch immer die Frage dann gleich in den Chat. Schon geschehen. Danke. Allen in der Klasse geht's gut, das ist eine schöne Definition. So. Michi, du musst vorlesen, sonst habe ich das Problem, dass der Chat nicht mehr aufmacht. Okay, ja.
Ganz, ganz viele Wortmeldungen. Also mal ganz allgemein gutes Lernklima schaffen, einen Überblick haben, die Schüler möglichst alle aktivieren. Wie du schon gesagt hast, allen in der Klasse geht's gut. Halbwegs Kontrolle über das Geschehen behalten, fällt nicht immer ganz leicht. Organisation und Unterrichtsklima ist eine Wortmeldung. Dann wieder das Lernumfeld ist mehrmals jetzt schon gefallen. Wie man die Umgebung gestaltet und dass die Kinder optimal lernen können und man sie unterstützt. Auch Mitarbeit ist gerade gefallen. Reibungslose Unterrichtsabläufe, auf Störungen sofort reagieren und lösen. Positive Atmosphäre ist auch sehr schön zusammengefasst. Und als letzte Meldung gerade noch Motivation am Lernen. Super definiert, ich sehe da schon, wir haben die Profis am Werk. Das bedeutet, es geht darum, dass die Lehrperson ein unterstützendes Umfeld schafft, damit die Schüler gut arbeiten können. Und als positiven Effekt für uns haben wir eben weniger Störungen. Die Schüler haben mehr Lernzeit und sehen die Lehrperson als allgemein gegenwärtig und alles mitbekommend. Die Definition überspringen wir, könnt ihr euch gerne in der Nachlese durchlesen. Es ist sehr spannend, einfach weil es gibt die Lehrperson-Sicht und die Schülersicht, die wir da rausgesucht haben aus den verschiedenen Definitionen. Und um ins Thema einzusteigen, würde ich gern kurz, dass ihr in euch geht und dann denkt, als ihr Schüler wart, wenn ihr jetzt spontan an eine super Unterrichtsstunde denkt, was hat euch an dieser Unterrichtsstunde damals als Schüler so beeindruckt? War es vielleicht die Lehrperson oder war es der Raum? War es vielleicht das Wetter, weil ihr draußen wart und mal eine andere Methode verwendet habt? Oder das Arbeitsmaterial, war so etwas ganz Neues für euch? Oder habt ihr fürs Thema gebrannt? Wie wir da leicht sehen können, schon an uns selber, Unterricht hat so viele Facetten. Und Classroom Management hilft einfach einen, sich zu fokussieren und auch die Unterrichtszeit besser zu nutzen. Das seht ihr zum Beispiel hier bei dem Tortendiagramm von diversen Studien, dass man bis zu 18% aufwendet für Disziplinierungsmaßnahmen vom Unterricht. Und wenn man präventiv arbeitet, so um die 3,5 maximal verwendet, das ist bei 12 Jahren Schulzeit 2 Jahre mehr Lernzeit pro Schüler. Also es ist schon spannend, wie viel man da aus Schülersicht gewinnen kann, aber auch aus Lehrersicht, weil man einfach mit mehr Energie nach Hause kommt, wenn man nicht die ganze Zeit gegen Störungen ankämpfen muss. Ist Classroom Management die Lösung für alles? Ich habe 2014 angefangen zu unterrichten und habe da sehr viele Seminare gemacht und da wurde es sehr gehypt gerade. Und wie wir schon gesehen haben, Unterricht ist komplex. Und es gibt diverse Studien, wie wir die Leistung unserer Schüler verbessern können. Die bekannteste ist die Hattie-Studie aus 2009. Und ich habe jetzt dort einmal nachgeschaut für den Vortrag. Und das Spannende ist, es gibt seit 2017 eine neue Meta-Analyse von Hattie und seinem Team. Das heißt, die haben die neuen Forschungsergebnisse eingetragen. Es gibt jetzt 250 Indikatoren circa. Und wenn wir uns das anschauen, ist Classroom Management unter die Signifikanzlinie runtergekommen. Also vorher hat man gesagt, alles was über 0,4 ist, wenn ich da drehe, dann funktioniert das, dass das besser im Unterricht läuft. Jetzt ist es 0,35, noch immer relativ hoch, ab 0,38 sagt man jetzt, ist es signifikant. Aber das wollten wir erwähnen, weil wenn wir jetzt einen Vortrag auch neu machen würden und das Thema noch aussuchen, würden wir auf einen anderen Schwerpunkt legen. Nämlich, was sehr hoch ist, ist, dass der Lehrer an die Schüler glaubt, dass sie mehr können. Und wenn wir uns, ich habe jetzt Teacher und Classroom für uns rausgesucht, aber wenn wir uns die Platz 1 und 2 anschaut, ist das das ganze Teacher-Kollegium, also alle, die in die Klasse gehen, daran glauben, dass sie gemeinsam viel bewirken können für diese Klasse. Und das zweite heißt zwar Self-Reported Grades, aber wenn man sich die Definition liest, ist es, dass der Schüler seine Leistung vorher selber einschätzt und dann ein Feedback von der Lehrerin bekommt und man eben daran arbeitet, dass er selber weiß, woran er arbeiten muss und wie er sich einschätzen kann. Und das dritte ist eben schon unsere Einschätzung für unsere Schüler. Das heißt, Lehrer haben einen noch größeren Einfluss auf die Schüler, als sie 2009 schon gesagt haben in der Studie. Und das Wichtigste ist, dass wir an unsere Schüler glauben, dass die viel bewirken können. Aber jetzt gehen wir zum Classroom Management, weil das ist das Thema heute. Und da macht die Michi weiter und wechselt kurz auf die Folien von ihr. Genau, das dauert jetzt leider ein paar Momente, bis das alles dort ist, wo es sein soll. So, Moment.
Ja, ihr könnt die Folien schicken wir euch mit der Nachlese mit. Wir haben auch extreme Hyperlinks gesetzt unten, wenn ihr mehr zu den Themen lesen wollt, dass ihr gleich auf die richtigen Seiten kommt. So, dann starten wir gleich in eins der zentralen Themen, nämlich die Rolle der Beziehung. Das ist wirklich das, was im Zentrum steht vom Classroom Management. Und da haben wir gleich die erste Parallele. Was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so weiter zu tun? Diese Folie gleich ganz kurz. Da ist auf der einen Seite das Gehirn, stellt das Wissen dar. Wir wollten darstellen, dass nur weil man etwas weiß, nicht gleich ins Handeln übergeht. Da fehlt noch eine Motivation, die von innen kommt. Es geht dann nach unten über das Herz. Wie schon Konrad Lorenz gesagt hat, schützt man nur das, was man liebt, und man liebt aber nur das, was man auch kennt. Was in dem Fall dann wäre, man muss in die Natur gehen, man muss die Dinge richtig begreifen im wahrsten Sinn, damit man es als schützenswert empfindet und dann wirklich vom Wissen, dass es schützenswert ist, rein theoretisch, ins Handeln kommt, dadurch, dass diese Motivation von einem selbst rauskommt. Ganz ähnlich ist es dann mit den Schülerinnen. Die haben dann nämlich diese Liebe quasi zum Lehrer und wollen eine gute Beziehung haben und diese auch aufrechterhalten. Jetzt hätten wir wieder eine Frage an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nämlich was kann man tun, um eine gute Beziehung zu den Schülerinnen herzustellen? Wir werden dann im Nachhinein wieder genau darauf eingehen. So, mal schauen, was sich im Chat tut. Den muss ich jetzt auch noch öffnen. So. Da haben wir schon ganz viele Wortmeldungen wieder. So. Also die Bedürfnisse ernst nehmen, da stimme ich vollkommen überein, und die Wertschätzung auf jeden Fall, Lob, Motivation, persönliche Gespräche zulassen, ist auch ganz zentral. Nicht nur dann in Kontakt treten, wenn etwas kritisiert wird, genau. Vertrauen, auf Augenhöhe kommunizieren, auch positives Feedback geben, selbst authentisch sein, miteinander reden und auch zuhören. Man muss die eigenen Schüler mögen, offen, freundlich, neugierig sein und der respektvolle Umgang, Wertschätzung, Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber. Das sind ganz viele, ganz tolle Aspekte. Ich werde jetzt das noch ein bisschen ergänzen auf der nächsten Folie. Wenn die Folie sich laden lässt. So, jetzt hat es funktioniert. Den Beziehungsaufbau startet man am besten am Anfang des Schuljahres und stellt sich mal selbst vor, und zwar nicht nur aus der fachlichen Sicht, sondern zeigt auch das Menschliche an sich. Also man redet ein bisschen über persönliche Beziehungen, wie ist vielleicht der Beziehungsstatus, wie lebt man, wo lebt man, hat man irgendwelche bestimmten Hobbys, und ganz interessant finde ich es auch immer, warum ist man denn Lehrer geworden, was war da die Motivation? Oder Workshop-Leiter. Oder Workshopleiter, genau, oder sonstige Pädagoginnen. Dann ist es auch ganz wichtig, was auch schon in den Kommentaren gewesen ist, dass man jetzt nicht nur kritisiert, also die Schüler und Schülerinnen, die schon vielleicht im Vorfeld als schwierig gelten, nicht nur auf dieses Negative sich zu konzentrieren, sondern positive Dinge suchen, positive Hobbys, Interessen, die man dann auch wieder nehmen kann, um diesen Schüler im Unterricht zu motivieren, indem diese Interessen dann wieder vorkommen. Man sollte sich dann auf jeden Fall zu allen Schülern und Schülerinnen Notizen machen, damit man genau das dann hat, um darauf zu schauen, okay, wo kann ich anknüpfen, wo liegen denn die Interessen? Immer wieder Feedback geben, konstruktives, entweder mündlich oder auch schriftlich, aber daneben auch noch wirklich Einzelgespräche führen, wo sich dann die einzelnen Personen wirklich wahrgenommen fühlen und wertgeschätzt fühlen. Wie schon erwähnt, das, was man dann weiß, was an Hobbys oder welchen Einsatz die einzelnen Leute für sich haben, was Naturschutz und Nachhaltigkeit betrifft, kann man in die Unterrichtsplanung mit reinnehmen. Ganz hervorragend geeignet für eine intensive Kennenlernphase sind auch Ausflüge, Exkursionen, vielleicht auch mal etwas Mehrtägiges, wo einfach man so viel Zeit miteinander verbringt, dass man auch einmal ganz andere Seiten voneinander erlebt. Und sich freundlich zu geben, zu lächeln und wirklich eher positiv eingestellt sein und reingehen, ist das Um und Auf eigentlich.
noch einmal ein bisschen genauer zu den sogenannten schwierigen SchülerInnen. Da ist es halt wirklich zentral, dass die Beziehung zum Lehrer möglichst gut ist, weil sie dann am ehesten folgen. Wir haben jetzt da diese schwierigen Schüler als kleine liebevolle Monster dargestellt. Schon erwähnt, zu Beginn der Schulzeit ist das ganz besonders wichtig, diese Zeit, um da die positiven Seiten auch zu erleben als Lehrperson und für den Schüler dann ermöglichen, dass der positive Emotionen empfindet, beziehungsweise sich selbst auch als kompetent erlebt. Und dann, wenn eben etwas gut gemacht worden ist, braucht so ein Schüler, so eine Schülerin auch entsprechende Wertschätzung und Lob und Komplimente, einfach damit man merkt, okay, das war jetzt richtiges Verhalten, das tut gut, das gefällt mir, in die Richtung will ich weitergehen. Und dann wird, wenn da wirklich alle zusammenhelfen, alle im Lehrerkollegium über längere Zeit aus diesen Monstern erfolgreiche Mitglieder in der Klasse. Die Brigitte Eckel hat noch als Tipp gegeben, mehrtägige Ausflüge zu machen mit diesen Schülern oder vielleicht noch bezogen auf den Schulanfang. Jedenfalls hohe Tauern. Hohe Tauern, ja genau. Wunderschön, da ist man gleich einmal weg von allem anderen, allen Ängsten und sonstigen Dingen, die eh immer einen bedrücken und kann mal durchatmen, ist sicher sehr gut, damit man da herausbrechen kann. Jetzt nochmal ein bisschen genauer zum Loben, wobei ich werde auf diese Tabelle nicht wirklich eingehen, es ist eher zum Nachlesen. Man muss nur unterscheiden wirklich, ob man die ganze Klasse für etwas lobt und sie somit motiviert oder ob man auf den Einzelnen eingeht. Da ist es dann immer wichtig, dass man nicht das Ergebnis lobt, sondern vor allem die Anstrengung und hervorhebt, dass man durch diese Anstrengung eine mögliche Schwäche gerade verbessert hat oder man lobt die Stärken und hebt sie hervor. Weitere Möglichkeiten, wie man jetzt diese Beziehung verbessern kann, ist, wenn man sich als Lehrer, als Lehrerin nicht als unfehlbar darstellt, sondern auch in Konkurrenz vielleicht mal geht und wie zum Beispiel hier am Beispiel in Mathematik gemeinsam mit ein, zwei anderen Schülern an der Tafel um die Wette rechnet. Und die Methode heißt Beat the Teacher, also die versuchen, schneller zu sein oder das korrektere Ergebnis zu kriegen. Und Schiedsrichter sind dann eigentlich alle anderen in der Klasse. Es kann auch so sein, dass der Rest der Klasse oder einer daraus die Rechnung auch vorgibt oder die Fragestellung. Man kann das Ganze auch so machen, dass man eine gemeinsame Klassenchallenge macht, wo es zum Beispiel wie der Umweltaspekt darum gehen könnte, dass man Müll reduziert. Also zum Beispiel sich den Vorsatz nimmt, in dieser Woche, in diesem Monat versucht man sehr wenig Verpackungsmüll zu kaufen, zu produzieren. Da geht es dann darum, was tue ich in meiner Pause, wo gehe ich einkaufen, was kaufe ich da. Oder ganz typisch auch in der Natur, wenn man mal draußen ist, mitspielen als Lehrer, wenn es Spiele gibt oder in einen Park gehen, wenn man jetzt in der Stadt ist und da in einer Schule unterrichtet oder einen Workshop hält. Ganz, ganz wichtig im Classroom Management sind jetzt diese präventiven Unterrichtstechniken. Die setzt man ein, um all die Störungen, die sonst dazwischen kommen, im Vorfeld schon zu verhindern. Wir haben vorher schon gehört, Störungen kosten viel Zeit, das will man natürlich nicht. Und wie dieser Spruch schon sagt, der kluge Mann, die kluge Frau, die baut vor und beugt vor. Und dazu eignen sich hervorragend Routinen, Prozeduren und Rituale, die man am Anfang gleich mal einfügt und dann wirklich konsequent beibehält. Es hat dann eben als guter Effekt, dass eben keine Störungen oder weniger zustande kommen und man die Zeit nicht verliert. Der Unterricht wird automatisch strukturierter und gegliederter. Auf der Schülerseite bringt das wieder mehr Sicherheit, Orientierung und Halt und eben mehr Lernzeit schaut dabei raus. Und wenn es dann auch mal zu einer Störung kommt, hat man durch diese Prozeduren gleich ein Konzept für den wirksamen Umgang. Man steht dann nicht so im Lernen und kann vielleicht im Moment gar nicht richtig entscheiden, was soll ich jetzt tun, sondern man hat dann schon etablierte Rituale, Prozeduren von früher.
Es kommen jetzt mehrere Listen, auf die werde ich jetzt immer nur ganz punktuell eingehen, was rausnehmen, damit wir dann wirklich mit der Zeit bis zum Schluss auskommen. Das sind jetzt immer diese Routinen gegliedert in, mache ich das am Anfang, mache ich das am Ende, vielleicht die ganze Woche, vielleicht im ganzen Lehrerkollegium. Ich möchte jetzt hier wieder das rausnehmen, wo die Hand mit der Pflanze ist, das sogenannte Daumenzupfen. Das eignet sich für eine Klasse, die relativ am Ende vom Schultag oder von einer Stunde noch sehr aufgedreht sind. Die kann man beruhigen, indem sie alle ihre Augen schließen müssen und ruhig werden und erst dann den Raum verlassen dürfen, wenn sie eine Berührung gespürt haben. In Zeiten von Corona sollte man da jetzt vielleicht nicht den Daumen zupfen, sondern mit einem Ast anstoßen an der Schulter oder so. Genau, hier wären wieder für den Stundenanfang und für das Stundenende. Ganz unten steht hier Exit-Ticket und Minutenpapier. Darauf werde ich auf einer späteren Folie noch genauer eingehen. Das, worauf man sich auf jeden Fall konzentrieren muss, was man in den Fokus nehmen muss bei diesen Routinen, ist, dass man alle Lernergebnisse mitteilt. Also das, was vom Schüler erwartet wird, dass man am Ende einer gewissen Zeit kann. Und das steht, das ist das Columbo-Prinzip im Vergleich zum Tatort-Prinzip. Bei Columbo, dieser Serie, ist es immer so, dass man am Anfang als Zuseher schon weiß, wer ist der Mörder. Man sieht meistens den Mord und dann geht es nur noch darum, um Columbo, dem Detektiv, zuzuschauen, wie der darauf kommt, dass wie der Mord geschehen ist und wer wirklich der Täter ist. Und genau das Prinzip soll man anwenden, damit sich die Schüler nicht so im Dunkeln herumtappend fühlen, sondern wissen, wo will ich hin? Und die offene Frage ist dann nur noch, was muss ich tun, um diesen Prozess erfolgreich zu durchlaufen? Das hilft auch, dass ich am Stundenanfang, dann weiß ich, wo ich den Fokus lege, wenn ich weiß, das sind die Ziele, die ich erreichen soll. Genau. Und die Vorteile weitere sind hier noch aufgelistet. Das, was in der Schule recht wichtig ist, ist, dass man eben diese ganzen Lernergebnisse vorformuliert hat, irgendwo festgeschrieben hat und dann kann sich niemand mehr rausreden und sagen, nein, das habe ich nicht gewusst. Muss jetzt nicht unbedingt rausreden sein, es ist einfach wirklich wie ein Inhaltsverzeichnis, das muss ich wissen bis zu der Prüfung. Dann gibt es beim Schularbeitsstoff oder Teststoff unterschreiben müssen. Genau, ja. Dann gibt es auch noch weitere Rituale, die zum Beispiel dazu führen, dass man Ruhe in die Klasse bringt. Das kann unterschiedliches sein mit zum Beispiel Klingel-Klangschale oder weitere Methoden, die hier stehen. Ich möchte nur auf diese zwei Beispiele jetzt eingehen, was man tun kann, zum Beispiel bei einem Schüler oder einer Schülerin, die viel Bewegungsdrang hat, die also irgendwann immer wieder zum Zucken anfangen und dadurch oder anfangen. Bitte, das habe ich gerade nicht gehört. Oder störend einfach dann wird. Ja, dann einfach störend sind. Das ist ein Beispiel, das tatsächlich von der Bianca kommt. Das war ein Schüler von ihr, der Abdel, der wirklich starken Bewegungsdrang gehabt hat und da hat dann von ihr einfach Zusatzaufgaben bekommen, wo er diese Bewegung gekriegt hat. Das hat sein können zum Beispiel, dass er zuständig war, um den Müll rauszubringen aus der Klasse oder während des Unterrichts die Hefte auszuteilen. Oder wenn so eine Aufgabe gerade nicht angestanden ist, hat sie ihm immer wieder einen Stressball in die Hand gedrückt, wo er sich dann einfach daran abreagieren hat können. Auf der anderen Seite ist das Beispiel von leistungsstarken Schülern, die gerade dann anfangen zu stören im Unterricht, wenn sie unterfordert sind, wenn ihnen langweilig wird. Und da kann man sehr gut mit Differenzierung gegensteuern, schon im Vorfeld, indem man einfach im Klassenraum, wo ein Ort hat, wo Arbeitszettel aufliegen, die, wenn diese Basisaufgaben schon erledigt sind, kann jeder Schüler, der es will, hingehen, sich die nächste Aufgabe nehmen, entweder ganz viele Aufgaben schaffen, das wäre dann quantitativ, oder die Aufgaben haben auch gewisse unterschiedliche Schwierigkeitsgraden, gerade was dann qualitativ wäre. Das heißt, die Schüler dürfen sich aussuchen, müssen auch gar nicht die Basic-Aufgaben machen. Stimmt, wenn die Basic schon so einfach sind, dass es schon langweilig wäre. Weil manche sind dann schon wirklich angepisst, wenn man dann sagt, Entschuldigung für die Wortwahl, ah, jetzt muss ich schon wieder mehr Aufgaben machen, das heißt, das ist ja dann eine Strafe für sie. Da hilft dann auch das Umstellen auf qualitative Differenzierung. Mhm. Genau, und was man dann noch aber einsetzen kann, ist, dass man genau diese Schüler neben nicht so leistungsstarke setzt.
mit der Hoffnung, dass das quasi abfärbt. Kann man dann auch, wenn es um Schulen geht, mit hohem Migrationshintergrundanteil, mit der deutschen Sprache im Blick, also jemanden, der schon sehr gut spricht, neben jemanden, der dann noch mehr Übung braucht und mehr lernen muss. Das war auch bei der Hattie-Studie wieder signifikant, dass die Peer-Gruppe einen mitzieht. Genau, hier nochmal ein paar Listen für strukturiertes Arbeiten und ein gutes Miteinander. Hier möchte ich wieder einen Punkt rausnehmen, nämlich was, wofür sich die Schüler bewerben können. So ähnlich wie vorher bei dem Beispiel mit Abdel, der die Hefte ausgeteilt hat, den Müll rausgebracht hat. Die Schüler kriegen das nicht vom Lehrer, von der Lehrerin zugeteilt, sondern können sich um gewisse Positionen bewerben. So richtig mit einem Bewerbungsschreiben, wo sie dann vorher auch reflektieren müssen, was kann ich gut, wofür wäre ich vielleicht gut geeignet und das dann wirklich formulieren müssen und der Lehrperson geben. Und dann wird nach diesem nach dieser Phase ausgewählt, wer wird denn für die nächste Zeitspanne diese Aufgaben übernehmen dürfen. Entlastet auch sehr die Lehrkraft, wenn man diese Aufgaben weggibt und nicht jedes Mal neu entscheiden muss. Oder ich hatte auch Positionen, die Konsequenzstricherliste abschreibt, weil ich am Stundenende sonst nicht dazu gekommen wäre oder Pause verbracht hätte, das jetzt abzuschreiben. Genau, also wenn man eine Stricherliste hat mit Mitarbeitsplus oder Minus, dass das eben bei anderen überträgt und man sich selber die Zeit spart. Das wäre nochmal eine kurze Zusammenfassung, wie ein Stundenaufbau mit Ankern funktionieren kann. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Phasen des Unterrichts, die dann ineinander übergehen. Das ist wieder nur eine Auflistung der Vollständigkeit halber dann für die Nachlese. Worauf ich jetzt, was ich vorher schon angeteasert habe, eingehen mag, ist, was ist ein Exit-Ticket, Minutenpapier bzw. die Fazitkarte. Die Begriffe kann man eigentlich äquivalent verwenden, können alle das Gleiche bedeuten. In mancher Literatur sind sie aber ein bisschen unterschiedlich definiert. Was wir jetzt damit meinen, ist, dass man am Ende der Stunde entweder auf ein Post-it, auf ein Blatt Papier oder ins eigene Übungsheft, also Schulübungsheft, etwas reinschreibt. Und das, was man da reinschreibt, können jetzt unterschiedliche Sachen sein. Entweder am Ende der Stunde wird von der Lehrperson gefragt, was war denn für dich jetzt das Wichtigste? Was ist hängen geblieben? Was hast du als besonders wichtig empfunden? Was ich persönlich immer sehr spannend finde, weil sich das wirklich oft von dem unterscheidet, was man bei der Planung der Unterrichtsstunde selber als das Wichtigste im Kopf gehabt hat. Und das hilft dann sehr dabei, dann eben was zu ändern. Und einen Einblick darauf zu kriegen, was beschäftigt die Schüler gerade auch viel, wo kann man noch anknüpfen. Es kann dann aber auch so sein, dass man wieder Beispiel Mathematik eine Rechnung aufgibt auf die Post, die zum Unterrichtsstoff der Stunde passt, auf die Post-its. Die Post-its nimmt man sich mit und stellt am Anfang der nächsten Mathematikstunde seinen liebsten Fehler vor, schreibt ihn an die Tafel. Dann haben alle Schüler die Aufgabe, diesen Fehler rauszufinden und zu verbessern. Und dann im Plenum macht man dann die richtige Auflösung. Also wenn man den Lehrer zum Beispiel den Vorteil, es ist ein formatives Assessment. Ich weiß, wie viele von meinen Schülern können jetzt diese Übungsaufgabe lösen. Wo muss ich noch nachhaken? Wo liegt der Fehler? Und die Schüler haben eine positive Fehlerkultur und sehen, okay, ich kann aus Fehlern lernen. Das stimmt, genau. Und wenn man jetzt im Heft was stehen hat, dann kann man das auch immer gut verwenden, um das Vorwissen wieder zu aktivieren, dass die Schüler einfach am Anfang der Stunde ein bisschen Zeit haben und sich genau das von der letzten Stunde nochmal durchlesen, was sie sich notiert haben. Kurz zum Unterschied zwischen der präventiven Intervention und der reaktiven disziplinären. Zum einen gibt es jetzt im CMS verschiedene Werkzeuge, um die Lernumgebung anzupassen, wobei erst wenn die präventiven Strategien versagt haben, es zu den reaktiven Strategien kommen soll. Und hier ist so ein bisschen die Definition, also präventiv ist alles, was Regeln betrifft und Verfahren, die man im Vorfeld erstellt und eben auch diese so wichtige Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Reaktiv wären dann eher die Warnungen, die Strafen, andere Konsequenzen können auch Belohnungen sein natürlich.
Weswegen sollen jetzt die reaktiven Strategien eher vermieden werden, weil sie nicht so wirksam sind, weil sie länger dauern und weil sie mehr Stress und Belastung verursachen, sowohl bei den Schülern als auch bei der Lehrperson, was die, alle, die in einer Schule unterrichten, nur zu gut wissen. Die Regeln werde ich jetzt überspringen. Wie man Regeln gemeinsam aufstellt, hier ist einfach nur ein paar Anreize gegeben. Das Wichtigste ist nur, dass sie dann wirklich präsent in der Klasse sind, damit vielleicht auch die anderen Lehrer es dann sehen, alle, die in dieser Klasse sind und sich auch daran halten können. Es gibt dann noch etwas, das man unterscheiden muss beim Classroom-Management. Das betrifft das Feedback. Da unterscheidet man formatives und summatives Feedback. Zum Formativen lässt sich das grüne Kasterl da hernehmen. Der nichts weiß, der weiß gar nicht, dass er nichts weiß. Also wie erfährt man, wo man noch ansetzen muss, wo man noch mehr lernen muss? Darum geht es genau hier. Welche Methoden kann ich hier einsetzen? Also es wird gefragt, wie wird gelernt und was können die Gründe sein, warum nicht gelernt wird? Passende Methoden sind zum Beispiel das Peer-Learning, wo die Schüler und Schülerinnen zuerst selbst eine Frage für sich beantworten, dann diese Antwort, die eigene, vor anderen argumentieren müssen, sich auch die anderen Antworten und Argumente anhören und dann im Nachhinein ihre eigene Antwort nochmal umändern können. Und in Studien ist rausgekommen, dass das sehr effizient ist, dass nach diesem Durchgang dann viel mehr korrekte Antworten da sind. Und das alles, ohne dass der Lehrer einschreiten muss, sondern sie kriegen wirklich von ihren Peers, von ihren Gleichaltrigen Argumente, Sichtweisen mit, die viel wirksamer sind. Dann, was war noch? Darf ich noch was dazu sagen? Ist was eingefallen? Was ja. Das merkt man auch bei der Frage, habt ihr noch eine Frage zu dem Stoff? Und oft kommt vorher nicht so viel, weil die gar nicht wissen, dass sie es nicht wissen. Und wenn sie es beim Peer-Learning selber argumentieren müssen und in eigenen Worten wiederfassen, dann kommen meistens erst die Fragen auf. Also es ist wirklich spannend zu sehen, kann ich empfehlen, auszutesten, funktioniert wirklich toll, dass sie dann wirklich selber sehen, okay, wo hapert es eigentlich? Genau, ja. Wenn man jetzt dieses gibt es noch Fragen anders machen will, also wirklich diese Schüler-Lehrer-Interaktion, dann kann man das über Kärtchen machen, indem man einfach eine Frage stellt und gleich die Rückmeldung kriegt, rote oder grüne Karte, wenn man sagt, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden oder welches ist jetzt die richtige Antwort, wenn es Multiple oder Single Choice ist mit ABC-Karten. Und was schon lange etabliert ist, sind Probeschularbeiten. Da muss man nur beachten, dass zwischen der Probeschularbeit und der echten dann genug Zeit bleiben muss, weil bis dass die Schüler erkannt haben, wo sie noch Wissenslücken haben, muss genug Zeit sein, damit sie diese füllen können. Nur kurz das Mini-Whiteboard erklärt, weil das kann wirklich gut funktionieren, ist ein Blatt Papier folieren für die ganzen Schüler und wasserabwischbare Stifte austeilen und dranhängen am besten, sonst gehen sie leicht verloren. Und da können sie dann ihre Antworten auf Fragen notieren und in die Höhe zeigen. Man kann irrsinnig schnell erfassen, okay, wie viel haben sie verstanden. Und es ist einfach ein breiteres Fragenspektrum möglich als bei den Kärtchen. Mhm. Wie schon vorher gesagt, neben dem Formativen gibt es auch das summative Feedback. Das ist quasi jede Schulprüfung, wie man sie kennt. Also am Ende von einem Kapitel wird das durchgeführt. Der Spruch hier unten vergleicht nochmal die beiden Formen sehr gut. Wenn der Koch abschmeckt, ist das formativ. Da kann der Koch, der Lehrer selber noch was ändern oder auch der Schüler. Kommt darauf an, welcher Methode man sich befindet. Wenn der Gast kostet, ist es summativ, weil das am Ende ist und dann kann man nichts mehr verändern. So, wir haben wieder etwas für den Chat, eine Frage an alle. Was ist denn für Sie jetzt das Wichtigste gewesen, also die Fazitkarte von der Methode vorhin? Was ist Ihnen jetzt gerade am meisten aufgefallen? Gibt es irgendwas ganz Neues oder gibt es irgendwas, wo Sie sich bestätigt fühlen in dem, was Sie bis jetzt schon immer gemacht haben? Einfach wieder in den Chat, bitte. Die Nicole Schaller-Pickert hat uns noch ein cooles App, das ich gar nicht gekannt habe, Blicker für Fragen geteilt. Müssen wir uns anschauen dann.
Das ist dann mit dem Handy wahrscheinlich, mit dem Beantworten wie bei Kahoot und Polls und so. Ich traue mich gerade nicht auf den Link klicken, weil ich dann vielleicht rausfliege aus irgendwas. Oh nee, genau, das ist quasi, die Schüler erhalten eine Karte, auf der hinten ABCD steht. Der Lehrer stellt eine Frage und dann wird das halt hochgehalten. Das ist ein DIN A4-Blatt. Und wir wissen ja, was für eine Dynamik eben diese ganzen Kahoots und so haben. Und da habe ich aber sozusagen, weil ich, weil auch ein QR-Code eben auf diesen Dingern drauf ist, zu jedem Schüler dann auch eine individuelle Rückmeldung. Ne? Hat der das jetzt richtig beantwortet? Das ist cool. Ist das kostenlos für? Bisher war es kostenlos. Oft sind ja so Einschränkungen dabei, je nachdem, wann man sich da registriert hat. Okay, na, muss ich probieren. Danke für den Tipp. Den Chat, ja. Den exportierten, versuchen wir euch eh auch mit der Mitschrift zu schicken. Ja. Genau. Was jetzt die Mordmeldungen waren für, was war das Wichtigste bisher? War Peer Learning, das wieder eingesetzt werden will. Und der Stellenwert der Beziehung, wobei ich stimme da auch zu, ich habe jetzt relativ auf einen Schwerpunkt auf die schwierigen Schüler gelegt. Natürlich muss man auch die nicht schwierigen Schüler eine Beziehung aufbauen. Es ist nur so, das tut man eh schon lieber, als dass man auf die schwierigen Schüler zugeht. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen einen Schwerpunkt darauf gehabt. Einfach, ich glaube, es ist auch, dass man zum Beispiel die guten Schüler lobt, anstatt die schwierigen zu disziplinieren. Und das stimmt. Schwierige kriegen eh schon so viel Aufmerksamkeit. Ja. Genau. Okay. Sollen wir deinen Konsequenzteil überspringen? Es ist 16:36. Ja, damit es wirklich am Schluss noch ausgeht mit dem ganzen Feedback, wäre schon gut. Also Konsequenzen wäre jetzt nur gewesen, Konsequenzenkaskade und wann kann man wie was einsetzen, es ist eh, wenn man es in der Literatur nachlesen will, relativ schnell zu finden. So, und ich darf euch jetzt über nonverbales Classroom Management erzählen und ich bin selbst ein großer Verfechter, weil es hat super funktioniert bei mir, bis man das etabliert hat, muss man nicht aufgeben. Aber wir wissen ja selber, der Großteil der Kommunikation, auch im Unterricht, ist nonverbal. Und es ist einfach auch viel weniger störend, als wenn man da jetzt die ganze Zeit spricht, für jegliche Art und Anweisung. Nonverbal ist ein Großteil unserer Interaktionen, Mimik, Gestik, Stimme, aber auch der Ort, wo wir in der Klasse stehen. Und da gebe ich euch jetzt Beispiele. Ich war bei Pearl Nietzsche, die ist in Wien. Die hat das nach Österreich irgendwie gebracht oder jedenfalls groß gemacht. Die hat auch ganz tolle Bücher dazu geschrieben. Wie man zum Beispiel jetzt neurolinguistisches Programmieren im Unterricht verwenden kann. Das ist zum Beispiel, dass man die Leute spiegelt, dann fühlt man sich, als wäre man auf einer Wellenlänge und dann langsam die Schüler hinführt zu dem Verhalten, das man möchte. Funktioniert zum Beispiel, wenn man sie zur Ruhe bringen möchte bei manchen Klassen, dass man anfängt wie sie mit der gleichen Lautstärke und dann langsam leiser wird und die Schüler folgen einem dann, wenn sie auf einer guten Wellenlänge und eine gute Beziehung zu dir haben. Aber auch die Tonalität, anpassen an den Schüler, mit dem man spricht und solche Sachen, um sie dann führen zu können. Was auch ganz gut funktionieren kann bei manchen, und das merkt man auch gerade, dass das sehr altersunabhängig ist, ob das Kind gerade ein großes Bewegungsbedürfnis hat oder ob es eher auditiv lernt, ist die Verben zu ändern oder generell die Satzform. Anstatt schaut zu mir, funktioniert bei 10-Jährigen vielleicht teilweise rede ich zu mir besser, weil du da den Modus, in dem sie gerade sind, aufgreifst. Können Sie wirklich probieren? Also bei meinen Klassen hat es funktioniert, dass man da einfach schaut, es gibt da E-Listen, ich habe euch auch unten was verlinkt, wo man einfach den Verben sieht und testen kann, in welchem Modus ist dieser Schüler, wie lernt er am besten und in dem und diese Wörter verwende ich, um ihn anzusprechen und die Anweisungen zu geben. Bin ich zu laut? No, für mich passt. Okay. Jetzt kommen wir zu einem super Thema, das sind nämlich die Anker. Kennt ihr wer von euch? Anker, das ist so typisch Konditionierung, das heißt, ich habe einen Stimuli, ich mache etwas Bestimmtes und die Schüler wissen automatisch, was sie zu tun haben. Die typischen Wortanker wären zum Beispiel sei leise, dann sind die Schüler leise. Wir machen Hausaufgabe und sie wissen, sie müssen das Heft jetzt für die Hausaufgabe rausräumen und das hineinschreiben. Viel weniger störend ist es, wenn ich nonverbale Anker einführe und da wirklich immer konsequent bin und oft merken sie es nicht einmal bewusst, dass dieser Anker funktioniert. Aber zum Beispiel im Raum, ich diszipliniere immer von der gleichen Stelle. Und wenn ich schon in die Richtung dieser Stelle komme, werden die Schüler von selber oft leise sein, weil sie wissen, unbewusst,
Hier kommt jetzt eine Strafe, sie sind zu laut, also sie reflektieren, woran könnte es jetzt liegen. Bei Klassen, wo es zum Beispiel beim Waschbecken nicht funktioniert, bei mir hat es gut funktioniert, dann halt auch das mit einer Stricherliste auf immer einer bestimmten Seite der Tafel zu kombinieren. Auf der einen Seite war Lob, auf der anderen Seite war Fehlverhalten, was eine andere Konsequenz hatte. Und wenn ich nur in die Richtung gegangen bin, waren sie leiser. Im Sinne der Umweltbildung haben wir auch gesagt, könnten wir Lob zum Beispiel mit einer Pflanze oder etwas von der Natur verbinden, dass wir in diese Richtung gehen und die Schüler da vielleicht auch unbewusst einen Konnex machen. Aber zum Beispiel auch, wenn wir bei der Tafelaufteilung sind, immer die Tafel gleich zu benutzen, hilft wirklich zum Beispiel offene Tafel, hieß bei mir immer, wir schreiben jetzt was ins Schularbeitsheft oder wir machen eine Übung. Sobald die Tafel geöffnet wird, machen Sie von selber die Schulübungshefte auf. Ich muss gar nichts sagen. Es ist einfach Reaktion, wie heißt das? Eine Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten. Musik wissen die Volksschullehrer sicher gut, auch gerne verwendet bei Älteren, dass man zum Beispiel verschiedene Lieder für verschiedene Phasen verwendet. Aber was zum Beispiel bei unruhigen Schülern gut bei mir funktioniert hat, war das Anwenden einer Lautstärke-App im Zeichenunterricht zum Beispiel. Die schaltet man ein, da kann man eine bestimmte Lautstärke einstellen und wenn sie zu laut werden, meldet sich das Handy sich. Das heißt, ich nehme die Verantwortung weg von mir. Es ist eine objektive Bewertung ihrer Lautstärke und man kann da zum Beispiel auch Challenges machen, dass man immer niedriger wird mit der Lautstärkenerkennung. Sag, ist diese App dann so laut gewesen, dass es den es wird Regel... Alarm. Ja. Das war ein richtiger Alarm, den man hört. Okay. Oder Klatschsignale hatte mich eher auch vorhin auf einer Folie gehabt, wo Call and Response ist am leichtesten, zum Beispiel. Und die Schüler müssen dann im passenden Takt zur Melodie zurückklatschen. In dem Moment, und dann ist schon die Aufmerksamkeit fokussiert und ich muss jetzt nicht über sie hinausschreien, weil das macht Spaß. Gleiches kann man machen mit Signalkarten, mit Handzeichen, jeder muss sich auf die Nase tippen. Ich persönlich bin zu unorganisiert für Signalkarten, dass ich da wieder die finde, die ich herzeigen möchte. Ich glaube, da muss auch jeder wissen, wie viele Signalkarten er braucht oder verwenden kann. Oder für Zuhören oder für bestimmte Methoden. Wir machen jetzt Think per Share, dann zeige ich auf. Wir sind jetzt beim ersten Schritt, denken, dass sie das machen, also Arbeitsphasen ankündigen oder auch Ampelsysteme auf der Wand oder in Kartenformaten. Das sind visuelle Anker, auf die man sie wirklich gut konditionieren kann. Es war noch eine Frage, wie dann die App, die mit der Lautstärke heißt. Weißt du das noch? Im Play Store eingeben, da gibt es eh ganz viele. Also ich habe random immer eine runtergeladen. Was spannende Ergebnisse sind, sind jetzt von der Universität, na, das war die Uniklinik, ja, Uniklinik Hamburg, bezüglich Licht. Da können wir halt als Lehrperson oft nicht so viel ändern mit unseren schönen Leuchtstoffröhren. Aber es ist spannend zu wissen, Blauanteil hoch, weniger Fehler beim Test und höhere Lesegeschwindigkeit. Was man vielleicht doch machen kann, ist, wenn es gerade um ein Gespräch geht, das in Gang kommen soll, dass man die Fenster zuzieht. Ich habe es selber nie versucht. Es ist auch was sehr Neues für mich gewesen, was ich jetzt bei der Recherche für das Webinar rausgefunden habe. Ich wäre echt gespannt, ob das geht, dass dann vielleicht wortkarge Klassen dann doch mehr mitdiskutieren würden. Mir hat mal ein Biologielehrer am Anfang gesagt, weil ich habe die Zeichenstunde in der 6. Stunde, es war ein Wahnsinn jedes Mal. Und er hat gemeint, Fenster zulassen und Licht aus, dann werden sie müde und haben zu wenig Sauerstoff. Aber es hat nicht funktioniert. Kann ich euch nicht geben. Aber es gibt eben so spannende Sachen, wie können wir eigentlich Menschen beeinflussen, besser ins Lernen reinzukommen. So, jetzt würden wir gerne wissen im Chat, welche Methoden könnt ihr euch uns empfehlen oder welche von den Methoden würdet ihr gerne ausprobieren, wenn ihr noch kein nonverbales Classroom Management betreibt? Ganz deutliche Gesichtsmimik, dass die Kinder es gut interpretieren können.
immer an derselben Stelle loben. Gut, dass das bei dir auch funktioniert. Gelassen schweigen, wenn es zu laut in der Klasse ist. Wie geht denn passiv-aggressives Schweigen? Das war ich. Das kann einem schon passieren, oder? Dass man somit wirklich schon, wenn man wirklich sich wütend machen lässt. Mhm. Mittlerweile stehe ich echt drüber, aber früher hat mich das berührt, wenn sie einfach nicht zur Ruhe gekommen sind, weil halt Schularbeit war oder so. Und dann habe ich einfach gemerkt, man kann absolut passiv-aggressiv schweigen. Und wenn man tief durchatmet und einfach mal abwartet, dann checken sie dann auch, dass es eigentlich an ihnen liegt, zu leise zu sein. Ja, voll. Es ist eine Übungssache. Genau. Gelassenheit kann man üben. Das hat mich sehr beruhigt. Und es tut auch Energie sparen, absolut, wenn man das schafft, in den Modus zu kommen. Super, danke vielmals für eure Tipps. Große Handbewegung und leise. Ja, stimmt, wenn Sie darauf konditioniert sind, funktioniert es auch super. Jetzt wollen wir noch 3 Folien mit euch machen zu vernetztes Lernen fördern, dass man das einfach in sein Classroom-Management einbaut. Das ist uns halt aus Nachhaltigkeitsaspekten sehr wichtig, weil wir sehen, lineares Denken kommt immer mehr in einer Welt, wo wir so viele Entscheidungen haben. Zum Beispiel bewerten, wir nehmen die Bohrmaschine, die besten Amazon-Rezessionen hat, ohne uns damit auseinanderzusetzen. Oder wir klicken die AGBs an, weil wir haben sie schon 100-mal angeklickt und es war nie ein Problem. Und gerade bei Umweltauswirkungen ist es einfach schwierig greifbar. Und deswegen müssen wir in der Schule einfach auch schon üben, wie können wir Sachen vernetzen, um nicht in Kurzschlusshandlungen zu fallen. Und was ich zum Beispiel wichtig finde, ist dieses Vorwissen aktivieren, damit man das überhaupt vernetzen kann. Zum Vorwissen aktivieren habe ich noch eine Folie, aber das Vorwissen schaffen möchte ich euch kurz vorstellen. Jeder Schüler hat unterschiedlichen Hintergrund, hat unterschiedliches Wissen und ich finde es funktioniert super, auch auf der Uni. Die ersten 10 bis 15 Minuten von einem neuen Thema überlege ich mir, wie kann ich sie hooken für dieses Thema und überlege mir, was sind die Kernbotschaften, die ich eigentlich zeigen möchte und gebe Ihnen einen Überblick über das, was wir in den nächsten Stunden lernen werden. Und dadurch schaffe ich Vorwissen, auf das Sie später, wenn wir dann in die Details gehen, zurückverknüpfen können und verstehen dann auch viel eher die Metaebene darüber, weil sonst können Sie es oft nicht verknüpfen, wenn wir dann uns einzelne Aspekte raussuchen von den Sachen. Paraphrasieren lassen, also in eigenen Worten wiedergeben, hilft auch, weil Sie dann auch oft selbst Beispiele geben oder Sie würden es sich einfach selber erklären. Das Gleiche ist mit dem gegenseitig Erklären. Du kriegst einfach Beispiele von deinen Mitschülern, die erklären das anders als eine Lehrkraft und dadurch haben sie schon einmal viel mehr Vernetzungsmöglichkeiten, wenn die ihnen zum Beispiel das jetzt anders sagen, mit anderen Beispielen aus deren Leben. Rekapitulieren lassen ist, was wir gesagt haben, diese Fazitkarten, aber auch die Hammer-Methode. Wenn ich jetzt mehrere Workshops habe oder unterrichte, sage ich am nächsten Stundenanfang, was haben wir letzte Stunde gemacht? Und sie schreiben sich das nieder. Das hilft ihnen einfach, das von der letzten Stunde wieder in die aktive Stunde zu holen und die Vernetzung zu ermöglichen. Und was meistens unterschätzt wird, aber wirklich auch viel hilft beim vernetzten Denken, das hat der Hütterer ja viel gemacht, diese Dopaminparty erzeugen, es muss positiv besetzt sein. Alles, was mir Spaß gemacht hat, wo ich einen positiven Connect dazu habe, das merke ich mir einfach viel länger. Und zum Vorwissen aktivieren habe ich euch ein paar Methoden hingeschrieben, die gut funktionieren. Was ich halt immer spannend finde, auch vom formativen Assessment her, ist am Anfang ein Fitness-Check. Du weißt nicht, wie viel haben sie sich von den letzten Jahren mitgenommen. Und es ist einfach auch wichtig für sie zu wissen, wo stehe ich, was fehlt mir noch, um die Lernziele zu erreichen. So, eigenes CRM evaluieren. Das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das habe ich irrsinnig gerne gemacht. Kennt jemand den Linzer-Diagnosebogen? Tolles österreichisches Tool, ein Fragebogen, wird seit den 80er Jahren wird da untersucht und du kannst ihn in Papier- oder Online-Version ausdrucken, gibt es für verschiedene Schulstufen, du suchst aus, bist du Lehrer oder Lehrerin, je nachdem du das gendern. Und es ist ein doppelseitiges Blatt, also 2 Seiten,
Und es funktioniert so toll, weil man sich selber einfach ein Feedback holen kann. Man bewertet sich selber, die Schüler bewerten dich für ein Fach. Und das ist jetzt zum Beispiel der Anfang von diesem Linzer-Diagnosebogen für die Sekundarstufe 1. Du musst es beim ersten Mal mit ihnen durchgehen, dass man halt wirklich weiß, dass sie die Fragen verstehen. Aber ich habe es jedes halbe Jahr gemacht und es funktioniert dann wirklich relativ zügig. Hauptkategorien sind Beziehung, Kontrolle und die Gestaltung des Unterrichts, aber es gibt auch noch so Nebenkategorien, die hinten abgefragt werden. Und das Spannende ist, man gibt das eben in dieses System ein und das ist Forschung, die seit den 80er Jahren läuft. Man gibt durch seine Daten etwas für die Forschung her, aber man lernt auch einfach so viel selber über sein Classroom-Management. Hier ist zum Beispiel von mir 2015 meine vierte Klasse. Die grünen Punkte sind, wie ich mich bewertet habe. Da sieht man die Bandbreite in Grau und der Durchschnitt von den Schülern. Und zum Beispiel, wenn man Classroom-Management viel praktiziert, wie ich früher, jetzt steckt die Folie. Jetzt. Das ist eben so spannend zu sehen, weil ich habe sicher nicht alles in der Klasse bemerkt. Ich bin echt schlecht darin. Und sie glauben trotzdem, dass ich viel gesehen habe. Wenn man einfach wirklich in Übung ist oder die Beziehungsebene zu schauen, okay, wo kann ich da noch an mir arbeiten und das über die Jahre in der Entwicklung einfach ausgewertet zu kriegen, kann ich wirklich empfehlen zu probieren. Und die haben eben in dieser Forschung verschiedene Lehrertypen identifiziert und man sieht halt wirklich ein beziehungsorientiertes Handeln, VS, ein disziplinierendes Handeln, jeder hat seinen eigenen Weg. Classroom-Management ist nicht für jeden das Gleiche und man muss halt da wirklich authentisch sein, was für einen funktioniert und was nicht. Und bei jeder Klasse will man andere Methoden verwenden müssen. Das kennt jeder. Zum Abschluss würden wir gerne, wie viel Zeit haben wir noch, Michi? Heißt das? Ich glaube, dass es bis um Punkt geht, oder? 10 Minuten? Ja, knappe 10 Minuten. Okay. Eure Ideen sammeln, wenn ich Ruhe möchte. Aber das haben wir eigentlich schon, wenn ich Ruhe möchte. Haben wir das nicht vorhin schon circa so gefragt? Ja, beim Nonverbalen sind ein paar Sachen vorkommen, wie man es wieder beruhigt. Überspringen wir das. Ich habe da auch einfach nur ein paar Beispiele von unserer Folie. Das ist zum Beispiel spannend. Da finde ich es nicht schwer, da keine Unruhe reinzubekommen und sie fokussiert zu lassen. Welche Tipps habt ihr, um Paare und Gruppen bilden? Mache ich am liebsten durch. Memory-Karten. Mhm. Bildkarten. Kärtchen, Naturgegenstände. Hat man wieder den Umweltaspekt einbezogen. Rittersport. Okay. Ja, mit den Süßigkeiten. Tastsackerl mit Gegenständen, Tierpaare, wenn es schnell gehen muss, zählen. Was ist Klappmesser? Diese Methode kenne ich nicht. Oh, zusammenpassende Herzteile. Brigitte, vielleicht magst du uns nachher noch schreiben, was Klappmessermethode ist. Ich habe circa das gleiche wie ihr. Was ich auch noch gerne mache, sind Aufstellungen, wenn ich Zeit habe. Zum Beispiel zum Thema passend, wie viele Mistkübel habt ihr daheim, ein Thema Abfallvermeidung ist. Und dann dadurch zählen oder so, die Gruppen zusammenfinden, Gemeinsamkeiten, Rätsel zerschneiden und zusammenfinden lassen oder Witze. Also ich sehe, da gibt es eh viele, die von euch das sehr spielerisch angehen. Postkarten zerschneiden. Die Brigitte hat schon erklärt, was das Klappmesser war. Da stellen sich die Schülerinnen in einer Linie auf und dann wird die Linie zusammengeklappt und die Paare gebildet. Das ist cool, überhaupt mit dem Namen merken. Wir haben noch 5 Minuten, ist gerade die Meldung gekommen. Okay, was macht ihr, wenn ihr eine Gruppenarbeit habt und eine Gruppe schwatzt? Unterbrechen mit, braucht ihr Hilfe? Hingehen. Hingehen und fragen. Die Klangschale.
Gute Konditionierung. Ah, die Sandra hat einen Wächter, den man darauf ansprechen kann. Das heißt, die Aufgabe weitergeben. Spreche sie an. Eine Aufgabe verteilen. Gibt es Fragen? Vorbeigehen und auf die Schulter klopfen von der Katharina. Ich bin da auch eher bei den nonverbalen Sachen, weil es dann doch oft eine Störung reinbringt. Bei mir jedenfalls, wenn ich dann zu laut spreche oder nicht hingehe und flüstere, dass man einfach in die Richtung geht. Oder zur Tafel, wo die Aufgabe steht und drauf klopft, funktioniert meistens auch gut. Oder ihnen einfach einen roten Faden auf den Tisch legt oder irgendein Symbol, das sie kennen, um wieder zur Konzentration zu bringen. Und manchmal bringt es sich auch einfach etwas in die Richtung zu gehen und weiterzureden mit dem, was man gerade macht. Und wenn man in der Nähe ist, hören sie schon von selbst auf zu sprechen. Hoffentlich. Still dazustellen. Dazustehen. Mhm. Das ist bemerkenswert. Danke für eure vielen Wortmeldungen. Ihr wart, muss ich ehrlich sagen, sehr viel beteiligter im Chat als die vorige Gruppe. Das ist super. Und ihr kriegt eh auch den Chat dann zum Nachleser. Ich würde mir jetzt wünschen, dass wir da noch sammeln, was ihr euch jetzt von dem, was ihr gehört habt, mitnehmen wollt. Da haben wir ein Pool für Wortmeldungen. Ich habe euch den Hyperlink hineingestellt. Wenn das Wort, das ihr sagen wollt, aus zwei Wörtern besteht, bitte zusammenschreiben. Oder ihr könnt, wenn ihr mehrere Wörter schreibt, sind das da unterschiedliche Sachen. Also die Wortwolke teilt das. Oder mit Bindestrichen. Ihr seht, das hat die vorige Gruppe eingegeben und wenn Sachen öfter sind, dann werden sie größer. Exit-Ticket ist, glaube ich, neu. Gelassen stehen und schauen, ist gut, ja. Den Diagnosebogen. Michi, gibst du das in online? Dass wir es in der Wortwolke sehen? Ja, den Diagnosebogen finde ich wirklich, also kann ich euch ans Herz legen. Das Columbo-Prinzip, ja, das habe ich von einer Vortragenden auf der TU gehört, das fand ich auch ein spannendes Sinnbild. Exit-Ticket funktioniert auch gut, ich habe sie zum Beispiel, sie durften gehen, wenn sie die Post-its mir vorne auf den Tisch kleben und leise rausgehen, dass das auch mit einem Abschluss verbunden ist. Call and Response. Das ist das mit dem Klatschen zum Beispiel, wo sie dann reagieren müssen. Gruppenbildungsmethoden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben, aber es kann gerne noch eine Wortmeldung geben, wenn er noch eine super Classroom-Management-Methode hat. 3 Minuten. Ansonsten kann ich mich hier noch auf Konsequenzen eingehen. Falls jetzt das wirklich noch aus, kannst du mal raufklicken. Ich glaube, es waren eh nur 4 Folien, oder? Dass man nicht wieder den Bildschirmzeilen wechseln. Also ich soll raufklicken. Ja, ich weiß nur nicht, ob du meine Version gerade hast. Oh, es ist schön, dass wir so viel... Ja, Pearl Nietzsche, die macht Vorträge in Wien. Das ist echt cool, da kann man wirklich auch so üben. Classroom Management in Gruppenübungen. Und ebenso, wie heißt denn das, niedrige Haltung und hohe Haltung, wie man auf die Schüler drauf eingeht, wie man sich positioniert bei was. Ich werde, glaube ich, einfach nur, ohne dass wir die Folien herzeigen, drüber reden, oder? Mhm. Es geht jetzt schneller. Also zusammenfassend bei den Konsequenzen, wie man die richtig setzt. Ich muss jetzt nur leider in den anderen Bildschirm reinschauen. Ist, dass man auf jeden Fall zuerst einmal sich darum bemühen muss, dass es nicht gleich eine Strafe gibt, sondern vor allem sollte man versuchen, dass der Schüler, die Schülerin selber reflektiert, was ist denn jetzt schiefgelaufen und was ist der Grund dafür in der Situation, dass es so gelaufen ist. Da kann man entweder einen ganzen Aufsatz schreiben lassen oder was dann schneller geht, ist, wenn man einen vorgefertigten Reflexionsbogen hat, der einfach ausgefüllt wird und dann zum Beispiel am Ende der Stunde gemeinsam mit dem Lehrer durchbesprochen wird, wo man dann auch nochmal gemeinsam eine Strategie entwickeln kann, wie kann es denn in Zukunft besser funktionieren.
Und ganz zum Schluss noch zusammenfassend ist dann, wenn man merkt, dass eine Störung immer wieder kommt, muss man sich dann doch eher die Frage stellen, liegt es vielleicht an mir? Fassen die Prävention nicht ganz so gut, wie ich mir das gedacht habe, muss ich was anderes ausprobieren. Also wenn man mal irgendwo einen Fehler in der Prävention sieht, dann einfach mal was anderes probieren, wieder eine Zeit lang durchziehen und wieder nach einer Zeit evaluieren, ob es jetzt besser geworden ist oder ob es vielleicht doch an was anderem liegt. So. Super, wir danken euch fürs Dabeisein. Wir haben den Chat gespeichert und ihr kriegt die Folie. Ich hoffe, es war was Spannendes für jeden dabei. Ja. Bitte von jeder Session zur anderen hüpfen, weil dann, wenn es aktiv wird, ist das immer sehr, sehr lustig, dann so hineinzustolpern und zu sehen, was da gerade an Aktionen abläuft. Aber ich habe auch eben die Frau Eichinger von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, die eben